Moin Moin und Willkommen zurück zu Let's Play Mass Effects. Das letzte Mal haben wir Planeten ein bisschen erkundet, waren auf der Suche nach der Hauptquest, haben sie jetzt scheinbar endlich gefunden und ich habe mir jetzt gerade mal die Aufnahme vom letzten Mal angeguckt. Ich habe ja erwähnt, ich hatte da einige Probleme irgendwie mit der Auflösung scheinbar. Da soll ich nicht rein. Sagen wir es mal so, jetzt scheint zwar das ganze Bild drauf zu sein und ich habe, was man wahrscheinlich gesehen hat beim letzten Mal, ziemlich fette schwarze Balken links und rechts. Ganz ehrlich, ich werde das jetzt so lassen, sieht scheiße aus, finde ich auch. Aber dieses Spiel scheint echt einige Probleme beim Aufnehmen zu machen. Das ist ja schön. Oder so ähnlich. Naja, solange ich es jetzt spielen kann und zumindest nicht immer irgendwo was vom Bild fehlt. Ach, guck mal, was da wieder da ist. Die Gäste sind wieder am Start. Und sie haben einfach neue Spielzeuge dabei. Oh, Moment. Ich erinnere mich an eine ganz unschöne Szene, die bald kommen müsste. War die jetzt schon oder war die erst später? Oh Gott, das könnte ein lustiger Part werden, wenn. Zumindest wenn wir jetzt da sind, wo ich gerade denke, dass wir sind. Wir dürfen jetzt jedenfalls erstmal eine kleine. Nicht Kutschfahrt. Die Tür einzurennen wäre Blödsinn. Vielleicht finden wir ein Seitenfenster. Ah, für solche Fälle habe ich immer einen Rambock dabei. Platt. Und hier können wir auch lang. Nicht, dass das viel besser wäre, denn hier sind auch Geschütztürme. Ich kann mit dem Marco immer noch nicht umgehen. Ich kann doch so eine Kiste gar nicht fahren. Ich hab doch gar keinen Führerschein dafür. Ins Gesicht. Oh, Moment, das ist ein Raketenschütze. Und natürlich geht es dem Hoken, um mich trotzdem zu treffen. Ich weiß nicht, was ich da gerade mache, aber ich sollte es lassen. So. Getroffen. Das Schöne ist hier gerade, dass man ja schon so ein bisschen überlegen ist, wenn man einen Panzer hat und die Gegner nicht. Aber ich tue mich irgendwie immer schwer, die Gegner zu sehen. Auch wenn ich halt Panzer habe. Jo, hier genau vor mir müsste einer sein. Wahrscheinlich da drin. Na gut. Steigen wir aus und holen sie uns so. Folgen. Hatte Tali eigentlich schon... Ja, hatte sie. Das will ich sogar glatt gerne mal ausprobieren. Auf jeden Fall habe ich diese Fähigkeit wieder. Das wird einiges einfacher machen. Attentatsfähigkeit führt prinzipiell dazu, dass ja, wir die meisten Gegner erstmal one-hitten können. Gibt es immer für Scharfschützen halt. Alles mitnehmen, wobei ich leichte Menschenrüstung gar nicht brauche. Ach komm, versuchen wir es mal. Ein bisschen Universalgel draus machen, das könnte ich auch nochmal gebrauchen. Leichte Menschenrüstung trägt niemand von uns. Ich kann euch sowieso mal gucken, ich weiß halt nicht, was ich für eine Rüstung momentan trage, aber ich sollte mir mal eine suchen, wo stärkere Schilde bei sind. Tali zum Beispiel hat ziemlich, ziemlich starke Schilde, wie man da unten ja ganz gut sehen kann. Hoffe ich doch mal, dass man sehen kann. Nicht, dass hier was vom Bild fehlt. Aber unsere Schilde sind halt für einen Sturmsoldaten, der mit dieser unpräzisen Waffe auf jeden Fall eigentlich nach vorne müsste. Eigentlich viel zu schwach. Wer kam auf die bescheuerte Idee? Tali ist eine Technikerin. Die steht hinten, verdammt. Und hat die stärksten Schilde.
Das ergibt für mich nicht so viel Sinn. So, Fähigkeit wieder bereit. Ist aktiviert. Und voll im Mörder neben gerätselt. Könnt ihr den bitte drauf schießen? Okay, danke. Dum, 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 dum. Ich muss ehrlich sagen, ich mag zwar viele Mechaniken des ersten Mass Effect Teils, aber er hat leider auch echt sehr, sehr heftige Schwächen, finde ich. Da wird dann, das ist auch wieder so eine blöde Sache, als ich das erste Mal gespielt habe, Mass Effect 1, habe ich gedacht, geiles Spiel, geile Mechaniken, super, hat mir richtig gut gefallen. Und dann kam der zweite und ich habe gemerkt, ja, schade eigentlich, ne? Der erste war doch nicht so geil. Wobei, eigentlich schön, weil man halt wirklich merkt, dass man einen guten Grundgedanken hat, auf dem man viele aufgebaut hat. Ich sollte mal ein bisschen gucken, wo ich hinfahre. Das Ranzoom ist zwar ganz gut, um auf große Distanz zu treffen, aber ich mache mir jedes Mal wieder Sorgen, dass ich gleich in die Lava falle. Sind die auch schon mal matsch? Ah, da steht noch irgendwas rum. Ich habe da noch mindestens 3 Markierungen. Eine. Und das war's. So. Jetzt steht noch irgendwo. Ah, nee, jetzt ist kein Geschützturm. Ist noch einer von den Kampfläufern. Das ist ein Koloss. Ich wundere mich, warum der so viel aushält. Oh, ein Medigel dafür bekommen. Und irgendwas anderes im Inventar. Uiuiuiui. Eine ganze Menge haben wir bekommen. Nehme ich alles mal mit. Ich werde wahrscheinlich nicht mal die Hälfte davon benutzen. Aber Rückstoßdämpfer könnte ich mir vielleicht ins Sturmgewehr reinpacken. Vielleicht bringt das ja was. Ich bin nicht so gut im Fahren hier. So. Einmal schnell aufgeräumt. Ich könnte wahrscheinlich auch an den Gegnern einfach vorbeifahren, aber wo blieb mir der Spaß? Besser gesagt, wo blieben die Erfahrungspunkte und das Loot? Zwei Dinge, auf die man eigentlich nicht verzichten sollte. Das ist eigentlich auch eine interessante Perspektive zum Fahren. First-Person-Sicht eines Panzers. Uah. Was mache ich da? Schaden nehmen, weil ich dumm bin, offensichtlich. Ich sollte vielleicht mal zwischendurch speichern. Wenn ich nämlich irgendwo gleich sterbe oder so, rege ich mich ziemlich auf. Oder wir nähern uns gerade irgendwas. Ach nee. Hat ihr gerade gesehen, dass unser Radar rumspackte? Das bedeutet, dass sich Geth in der Nähe befinden, weil die irgendwelche Störsender wohl haben oder sowas. Und jetzt muss ich auf jeden Fall mal speichern, weil ich nur noch alleine weiterkomme. Ich sehe gerade, wir hatten schon mal ein Level-Up. Hm.
So, auf jeden Fall mal das hier, das werde ich brauchen. Und Spectre-Training. Schwere Panzerung. Ich gehe auf Panzerung, ich weiß nicht. Dann gehen wir erstmal hier drauf. So, Garrus. Du sollst nach Möglichkeit auch snipen können. Ich immer noch glaube, dass das Sniper halt die beste Knarre hier ist. Ach stimmt, Elektronik erhöht Schildkapazität. Habe ich Elektronik oder sowas? Nee, ich habe Fitness, das erhöht die Gesundheit. Dann sollte ich vielleicht auch mal mich drum kümmern, dann muss ich Sturmangriff machen. So viel, auf was ich skillen muss. Tech-Schutz, Schildkapazität. Okay, hier kommt Tali, wird jetzt ein Tank. Was ziemlich komisch ist, aber hey. Sie wird jetzt Schildkapazität noch und nöcher haben. Ich stehe hinter einer Panzerung. Drei Raketen oder wie viel immer das waren, schlagen einen tot. Okay. Alles klar, Spiel. Das war nicht da. Da war's. Sehe ich ein? Wo habe ich auch bei dir drauf geskillt? Genau. Das ist ein Gewehr. Das und was war das hier? Dämpfung. Brauche ich nicht. Die geht da. Ach ja. Ich glaube, die Frontkämpfer können diese Schilde da absetzen. Auf die muss ich natürlich ein bisschen aufpassen. Die sind zwar auch mit einem Scharfschützen schon down. Eigentlich erstaunlich. Ich habe mir beim ersten Mal spielen, habe ich mir so gedacht, ja komm, spielst du einen Sniper. War ich ja von der Klasse Infiltrator. Ich hab mir gedacht, oh Gott, du spielst nie wieder einen Sniper, weil ich dann halt auch gleichzeitig der im Team war, der hacken musste und damit am Anfang überhaupt nicht halt klar kam, weil ich so viele Skillpunkte brauchte. Und jetzt spiele ich am Ende trotzdem wieder einen Sniper, weil es einfach immer noch die beste Klasse quasi ist. Und wir hatten gerade schon wieder ein Level Up. So, ich brauche dringend Sturmangriffstraining. Adrenalinschub könnte sogar auch nützlich sein. Verringert die Abkühlzeit von anderen Fähigkeiten, das brauche ich auf jeden Fall. Was brauchst du? Was brauchst du eigentlich? Elektronik. Ja, eigentlich brauchst du Schilder. Also kriegst du jetzt erstmal erste Hilfe hochgelevelt. Und du? Ach komm hier. Pistole, damit du mal ein bisschen besser arbeiten kannst. Oh, wenn das Scharfschützen, wenn ich so verziehen würde. Meine Herren. Ich glaube, es ist eigentlich wirklich gedacht, dass man das Sniper mit Stabilität spielt. Da ist ein gegnerischer Sniper. Mit Stabilität als Waffenmod. Aber ich bin halt auch der Ansicht, dass das Sniper ohne Kühlkörper voll für den Arsch ist. Weil man nur einen Schuss abgeben kann, bevor man umfällt. Da oben ist ein Sniper. Okay. Nein, du solltest an dich. So steckst du auf den Knarren jetzt. Und das hier? Hauen wir den um. Und dann hauen wir bitte den um. Moment mal. Tali, was hast du für eine Knarre ausgeholt? Wie kommst du an die Schrotflinte? Du kannst nur mit der Pistole umgehen. Dankeschön. Und ich wundere mich, was das hier ist. Runter! So. Garrus steht wieder, okay. Hat der? Ja, der hat Lebensregeneration. Okay. Kommt schon wieder eine Kugel an. Oder war es von uns? Ah, nee, da oben. Ich versuche übrigens gerade zu zielen. Das Ding wackelt ziemlich stark und ich versuche gegenzusteuern. Falls man es nicht sieht. Nein, endlich.
Sniper ist halt auch... Ich halte gerade die Maus still. Also es schwankt halt gerne mal ein bisschen stärker. Was ein bisschen nervig ist zum Schießen, aber... Eigentlich kommt man da schon irgendwie einigermaßen mit klar. Ich sollte gerade nochmal speichern. Das ist etwas... Wieso gibt es kein Schnellspeichern in diesem Spiel? Es wäre so nötig. Lieber Sniper. Kurz überlegt, Sturmgewehr... Nee. Da ist zu. Keine Gegner? Glaube ich kaum. Ich meine, hier steht Deckung. Warum sind... Ah ne, die hab ich ja schon umgeholzt. Und weiter weg. Okay, hier muss ich speichern. Das ist eigentlich unnötig, dass ich da direkt nochmal speichere, aber hier muss ich kurz speichern. Ich weiß nämlich, was als nächstes passiert. Verdammt, ich hatte gehofft, das käme erst später. Wir sind auf jeden Fall richtig, das weiß ich. Das wusste ich auch schon vorher. Und rennen. Ist tatsächlich die beste Möglichkeit? Rennen. Da ist jetzt mindestens ein Sniper, glaube ich, bei den Gegnern. Jede Menge anderes ätzendes Zeug. Und halt auch dieser Kampfläufer. Das war der Sniper, genau. Jetzt. Und das. Daran habe ich mich halt noch erinnert. An, dass dieser Kampfläufer mir ultra auf den Sack gegangen ist, weil ich da. Weiß Gott, wie viele Versuche für gebraucht habe, den umzulegen. Weil man halt nicht in seiner Nähe stehen bleiben sollte. Das ist vielleicht in gewisser Weise auch logisch. Achso, ein Teil, die es nur gibt. Ja, gut. Teil, die habe ich auch nicht zum Kampf mit. Garrus, pack mal deinen Sniper aus. Teil, die ist schon wieder umgekippt. Wo ist das Teil hin? Ach, da. Versenkt. So. Nicht speichern? Scheinbar schon. Sehr gut. Neue Ausrüstung, genau. Irgendwas Wichtiges dabei? Schildbatterie. Abschlussdämpfer. Abschlussdämpfer packe ich mir. Ich muss mal sowieso mal wieder meine Sachen ausrüsten. Ah, da ist noch was. Danke, Garrus. Das war auf jeden Fall Garrus. Das war ein Sniper-Schuss. Ja, und jetzt müssen wir den Typen da umnieten. Der gerade, glaube ich, mal eben locker Tali gewonnen hat. Das Einfachste ist wirklich, sich irgendwo ein bisschen Deckung zu suchen und drauf zu halten. Jetzt kommt er hier rüber. Gern doch. Gern doch, stell dich so hin, dass ich dich noch bis abknallen kann. Scarus habe ich auch schon gekippt? Nö. Ah gut, das Ding ist bei dem Eimer.
da habe ich mich auch schon mal schlecht angestellt. Richtig gut. Da ist aufstehen. Das lief tatsächlich erstaunlich gut. Das Miese ist halt, wenn man es beim ersten Mal nicht weiß, dann rennt man da quasi blindlings rein. Ab nach innen. Dali, kann ich dir eigentlich befehlen, dass du dich mal heilen sollst oder so? Nee, ne? Nö. Na gut, und ich benutze jetzt kein Medigel. Dann wirst du halt erstmal noch ein bisschen vor dich hinkrepieren da. So. Wir sind drin. Wo auch immer. Wissen wir, glaube ich, gar nicht. Wir sind jetzt irgendwo hingerannt und irgendwo hingegangen und haben Geth umgelegt und ja, jetzt sind wir hier. Und machen hier Feierabend. Bis zum nächsten Mal. Ciao.